Die Kopfnummer 53 präsentiert uns hier Julina. Santa Maria, diese gerade dreijährige Stute, eine Tochter des Selectric, Ehrenpreis, Fleurop und Montchéri. Ihre Zuchtstutenprüfung hat sie in diesem Jahr mit einer Note von 7,67 abgelegt und erhielt bei der Vorstellung den Zusatz Verbandsprämienstute. Ein ganz erfolgreicher Mutterstamm, der hier zugrunde liegt, diese Verbandsprämienstute Evita von Ehrenpreis. Sie ist auch die Mutter von Favaretto von First Selection, der auf der westfälischen Sommerauktion 2018 60.000 Euro kostete. Aber es ist auch der Stamm von Frau Holle von Fürstenball, ebenfalls erfolgreich verkauft hier über die westfälische Elite-Auktion 2015. War Frau Holle dann hoch erfolgreich im Dressursport unter dem Sattel von Jana Schröter 2020 der zweite Platz auf den deutschen Meisterschaften der jungen Reiter. Nun sehen wir hier Santa Maria im Trainingsvideo unter dem Sattel von Julina mit Christoph Hess. Ja, meine Damen und Herren, und wahrscheinlich geht es Ihnen auch so wie mir. Ich habe mich richtig so diese zwei Minuten, als gerade das Pferd vorgestellt worden ist von Britta, an diesem Pferd erfreut. Dreijährig. So müssen, sollten dreijährige Pferde gehen. In den drei Grundgangarten sicher, im Takt, zufrieden, losgelassen. Und ich meine mental und physisch losgelassen, sich anlehnen. Und das ist ein Prozess. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Daran muss man arbeiten. Und die Julina, eine wirklich sehr profilierte Reiterin hier in Handorf, weiß das, kann das, macht das in ganz, ganz sympathischer und richtiger Weise. Und immer wieder sehen, das macht sie genau richtig, das Pferd vor sich zu bringen und von der eher etwas größeren Bewegung am Ende des Tages, nicht heute, nicht im nächsten halben Jahr, aber später dann zur mehr versammelten Bewegung zu kommen. Erstmal die natürliche Bewegung herauslassen. Das kann man sehr schön sehen hier bei Santa Maria. So müssen junge Pferde gearbeitet werden. Und jetzt kommt noch ein Zusatz. Julina, geh mal in den Remonte-Sitz, in den entlastenden Sitz über im Galopp. Jawohl, das kann ich den neuen Besitzern, der Besitzerin nur empfehlen. Immer wieder, das gilt für alle Pferde, aber ganz speziell für diese Stute, im leichten Sitz das Pferd zu galoppieren. Sehr, sehr schön. Ruhiges Übergehen in den Trab, Handwechsel, und dann machen wir genau die gleiche Tour auf der linken Hand. Sehr schön, wunderbar, ruhiges, dennoch aktives und in sich fleißiges und recht schwungvolles Traben. Jetzt erst auf der Zirkellinie gut die Stellung, die Biegung erarbeiten, die Konzentration bekommen. Und dann wird links angaloppiert. Dafür braucht man ein bisschen Zeit. Je jünger das Pferd ist, desto mehr. Und dann kommt so ein Angaloppieren dabei raus. Nicht? Das ist so ein typisches Angaloppieren eines jungen Pferdes. Noch nicht ganz sicher in der Anlehnung. Bitte, bitte, liebe neuen Besitzer, nicht das Versuchen hinzukriegen, sondern erstmal den Fluss nach vorne in den Galopp mitnehmen. Genauso wie Julina es uns hier zeigt. Und Julina, jetzt geh wieder über in den leichten Sitz, bitte. Jawohl. Das ist im Übrigen auch eine tolle Übung für den Reiter, sich im Sattel zu balancieren. Und mit so einem Pferd geht das toll. Das macht einfach Spaß, so ein gut gerittenes, das will ich unterstreichen, aber auch von Natur aus rittiges Pferd zu reiten. Wirklich ganz, ganz toll. Und dann lässt du die Zügel aus der Hand kommen. Ladies and Gentlemen, this is a very, very good trained young horse, 3 years of age, mentally and physically wonderful balanced, 3 nice gates, trot and canter we had seen, and then in a minute we will see the walk. And this horse has a good rideability, and it's fun to train a horse like this. And Julina, she is a rider of the horse, is doing a really, really
good job with the horse. And it's a lovely walk, good in rhythm, good or fairly good over tracking and covering ground. A nice picture. Danke, Jolina. Du hast die Stute Santa Maria uns ganz wunderbar präsentiert.